Oh mein Gott. Wir sind hier in der Surf Company und die hat Team Rocket übernommen. Und es hier herrscht hier ein absolutes Chaos. Und na, wo willst du denn hier? Hier drüben spielt die Musik. Ja, okay, okay, ganz ruhig. Aber auf jeden Fall haben wir nun ein Problem. Blau will gegen uns kämpfen. Ich habe ein bisschen Schiss tatsächlich. Aber hoffen wir aufs Beste. Weil er möchte uns nicht alleine lassen, solange er sich versichert ist, dass wir hier, ich und Alex, oder Alex und ich besser gesagt, hier diesen Turm überhaupt überleben, die Surf Company. Aber okay, Blau, zeig mir, was du drauf hast. Du willst also als erstes gegen mich antreten, Malik? Ja, so gefällt mir das. Auf geht's. Oh Gott, Mama. Blau, einer der legendärsten Trainer im ganzen Pokémon-Universum, fordert uns heraus. Und er hat tatsächlich nur zwei Pokémon? Und sein erstes ist es ein Kokowai. Okay. Damit sollten wir eigentlich klarkommen. Ich habe jetzt einfach mal Frankie vorgeschickt, weil ich dachte mir so, yo, Frankie könnte ja mal voll viel was ausrichten, aber sieht nicht so aus und das Ding ist auf Level 38. Alter Scheiße. Aber okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf Zermi. Weil Zermi kann entweder mit Flügelschlag oder mit der Glut Kokowai so richtig eins reinwürgen. Und ist halt hier definitiv ein Typen Vorteil. Hier kommt auch die Psychogenese, die wir semi-gut tanken. Also, wir hatten schon bessere Dinge. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, Flügelschlag. Step, sehr effektiv. Aber es reicht tatsächlich nicht aus. Und es war noch ein Crit. Was? Und das hat nicht ausgereicht. Was? Holy shit. Okay, das ist ein ziemlich burgiges Kokowai. Ich wusste, dass Kokowai viel aushält. Also Kokowai ist an sich von den Defensivwerten her nicht so schlecht. Aber einen Step, sehr effektiven Crit-Flügelschlag von einem Glurak mit angriffspositiven Wesen. Frech. Tankt es einfach so weg. Läuft. Aber okay, würde ich mal sagen, setzen wir einfach hier mal einen Spukball ein und batzen das Ding hier weg, weil damit das tankt definitiv Kokowai nicht mehr nach dem Flügelschlag. Haben wir wenigstens schon mal Pokémon Nummer 1 rausnehmen können. Aber wirklich sehr... Also ich trauere schon gerade ein bisschen um Zermi. Und dann haut er auch noch sein eigenes Glurak raus. Ich glaub's nicht. Aber in Ordnung. Auf was gehen wir? Wir haben jetzt die Wahl zwischen Pika Pikachu. Oder wir gehen auf Gyarados. Da ich glaube, dass Gyarados hier ein etwas schwierigeres Spiel haben wird. Weil Pikachu ist einfach OP as fuck, ne? Man kann es nicht anders sagen. Die Starter im Let's Go sind einfach krank stark. Würde ich sagen, gehen wir einfach auf Gyarados, also auf Abdul, und lassen ihn das Glurak wegbatzen. Auf welchen Level ist das? 40? Ja! Ja, moin! Ach du Scheiße! Junge, wie hoch ist denn der gelevelt? Der Typ macht mir ja regelrecht Angst. Hilfe! Und Lusche kommt, der uns zum Glück nicht flinchen lässt und die Step-Kaskade Step trifft. Und sehr effektive. Ich glaube, ich habe auch gerade zu selber Step gesagt. Aber auf jeden Fall reicht das definitiv aus, um das Glurak nun rauszunehmen. Wenn ich jetzt nicht geflincht werde, ist es tot. Und yo, das war schon das Fuck. Aber wir werden nicht geflincht. Und weg mit dir, Glurak. Holy shit. Also da bin ich tatsächlich froh, dass ich mal ausgeben, mich alle auf Level 36 trainiert habe, weil sonst hätten wir diesen Kampf wahrscheinlich jetzt nicht geschafft. Zweier erreicht auch noch selbst 37 und damit haben wir ihn besiegt. Von einem Trainer aus Alabastia hätte ich auch nichts anderes erwartet. Sonst hättest du mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Echt? Also, ich hoffe mal nicht, aber danke für die 11.000. Die nehme ich lieben gerne mit. Puh, wow. Wenn wer bereit dazu ist, es mit Team Rocket aufzunehmen, dann du. Bei dir ist die Silph Company in sicheren Händen. So, jetzt bist du an der Reihe, Alex. Los, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Jo, wie er richtig aggro ist. Hui. Ich habe vom bloßen Zusehen schon ganz weiche Knie bekommen. Bei dem Anblick in die Augen seiner Pokémon wird einem ganz mulmig. Aber ich lasse mich nicht davon einschüchtern. Geh doch ruhig vor, Malik. Okay. Sind meine Pokémon jetzt eigentlich geheilt oder sind die tot? Ja, die sind tot. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns das Item noch dort unten, das ich vorhin gesehen habe. Das ist nämlich einfach mal so eine Spezialkapsel. Nehme ich lieben gerne mit. Und ich heile mich mal kurz und wir sehen uns dann, wenn ich hier fertig bin. Bis gleich. Okay. Habe ich mich geheilt und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Silph Company. Aber mal noch umschauen, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Pikachu will jetzt anscheinend auch gar nicht mit dem Schwänzchen, als ob hier noch irgendwas versteckt sei. Aber dann würde ich mal sagen, gehen wir nach oben und schauen uns mal an, wie es da oben so aussieht. Und wow, das ist ein ziemlich großes Gebäude und hier haben wir tatsächlich schon den allerersten Rocket-Rüpe. Na du, hey Kindchen, du hast hier nichts zu suchen.
Ihr habt hier genauso wenig zu suchen, also halt die Fresse. Also mal ohne Witz. Ihr mault mich an, dass ich hier nicht zu suchen habe. Und was hat er hier bitte schon zu suchen? Erklärung bitte? Aber naja, egal. Er setzt einen Radikal in den Kampf, dagegen ist Ranky natürlich absolut hardcore ein Vorteil. Und die haben hier einen Level 33er. Alter Scheiße. Okay, das wird hier heftiger als ich dachte, aber die Self Company von Level her. Und er setzt hier einen Superzahn ein, was uns auf die Hälfte der KP bringt. Aber der Durchbruch reicht, um dieses Radikal rauszunehmen. Weil Kampf ist sehr effektiv gegen normal. Yes! Also ich denke auch, dass hier ein bisschen Ranky rasieren wird, so von den Attacken her. Weil sie haben ziemlich viele Normal-Pokémon und da kann halt Ranky wirklich absolut viel Schaden auszahlen. Kinder haben hier nichts verloren. Ja, und du hast hier genauso wenig was verloren. Das hatte ich gerade mit deinen Kollegen dort drüben, weißt du? Ich habe hier nichts verloren. Du hast hier nichts verloren. RCS hat hier nichts verloren. Wir, ihr, es, Wambo, Wambo and Wambologie, die Lehre des Wambos. You know what I mean, my boy? Aber, okay. An der Stelle würde ich tatsächlich rausgehen mit Ranky, weil Ranky kann einfach nichts gegen Smogmog oder Smogon ausrichten. Weil Smogon hat erstens eine gute physische Verteidigung, wodurch wir mit Ranky nicht weit kommen werden, weil er physisch angreift. Zum anderen, wenn unsere Stab-Attack im Kampf resistet, wegen den Gift-Typen. Also, brauche ich noch irgendwelche Schwachpunkte auszuzählen? Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wir da rausgegangen sind. Leider wurde Spice durch Toxin vergiftet, aber ich denke, er wird ein paar Runden noch überleben. Aber die Psychokinese wird definitiv raushauen können, die sehr effektiv gegen dieses Mogon ist und es aus dem Leben bumst. Weil diese Psychokinese tankt das Vieh nicht. Nice. Okay, noch ein paar EP, Ranky und Spy. Aber leider kriegt doch Spy ein bisschen Giftschaden, was nicht so geil ist. Und dann holt er noch einen Smogon raus. Was halt jetzt aus? Ich glaube, Spy muss den ganzen Kampf hier regeln, weil Frank hat hier null Chancen. Und Psychokinese bastelt die echt komplett weg, weil die nichts gegen Psychokinese ausrichten können. Wegen einfach, Psycho ist sehr effektiv auf Gift und Gift kann halt, ja, verträgt kein Psycho und Smogon hat keine gute spezielle Verteidigung und hast ihn nicht gesehen. Also ich denke mal, das erklärt sich von selbst. Und dann kommt jetzt auch noch ein letztes Smogon. Irgendwie unnötige Streckerei, dass er drei Smogon hat. Also wirklich, hätten sie nicht einfach ein normales und ein starkes reinklatschen können, statt drei Stück ist mal ohne Witz, weil das fühlt sich echt leicht gestreckt an. Aber naja, kann man nichts machen. Besiegen wir die einfach und Coin jetzt nun weiter. Und Green jetzt nun weiter. Bestes Deutsch. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter und Abdul ist Level 37. What? Wie läuft bei den Typen? Also das Ding ist ja sowieso ein absolutes Monster, also davon wollen wir ja gar nicht anfangen zu reden. Ne? Also, so viel dazu. Und dort hinten ist ein Pokéball und ein Labortyp? Geht's ihnen gut? Hier ist der Zulu verboten. Verschwinde! Oh, oh, okay, okay. Ist gut. Ich hab gedacht, du brauchst Hilfe, aber du siehst mir nicht so gehässig aus, am meisten mit deinem Blick. Oh, ja, okay. Ich lasse dich hier mein Schicksal. Bitte verpiss dich einfach nur. Okay, danke. Tschüss. Fuck. Aber er hat einen Elektrik tatsächlich, was eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool ist. Um mal so ehrlich zu sein, aber ich würde mal sagen, wir hauen unsere stärkste Attacke raus. Sprungkick. Und würde nicht daneben gehen. Und da haut ein Donnerblitz raus. Er safe. Und hat ja alles. Und aus dieser Range Ranky umbringt. Ich habe jetzt wirklich nicht diesen Sepp Donnerblitz erwartet. Ich habe ihn nicht erwartet. Frank ist gerade einfach gestorben. Und Glurak und Abdul können nichts gegen das Elektrik ausrichten. Da würde ich mal sagen, gehen wir aufs Spy, droppen eine Psychokinese, hoffen, dass das Ding aus dem Leben gebumst wird, damit es unglosig in die Quere kommt, weil Spy hat auch noch von Giftschaden genommen. Und ich glaube, mit Gift hält Spy diesen Donnerblitz definitiv nicht aus. Also bitte, gestorben. Und es hat funktioniert. Und noch ein Crit. Ja, moin. Ja, geil. Also, dass es das nicht überlebt hat, wundert mich tatsächlich gerade nicht. Hey, Gewinn ist ja auch verboten. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bist du nur ein schlechter Verlierer. Aber, naja, jeder ist so anders. Und dieses Item nehme ich lieben gerne mit. Und das ist eine X-Angriff-Kapsel. Aber ich muss halt wirklich hier sagen, dass hier die ganzen Trainer ziemlich stark sind. Also, die Sylph Company wird schwieriger als gedacht und ich habe noch einen Beleber. Oh, und mit den Tränken sieht es auch sehr, sehr knapp aus. Eieieiei, was habe ich denn getan? Ich hätte echt davor einkaufen gehen sollen. Das könnte spannend werden, Leute. Mit so wenig Highlight-Items wird das hier definitiv kein Zuckerschlecken. Aber hoffen wir einfach mal aufs Beste und machen hier das nicht der nächste Rüpel.
Und hier können wir jetzt auch noch weitergehen. Und dorthin ist auch noch ein Pokéball, den ich lieben gerne mitnehme. Und das ist zum Glück ein super Trank. Yes! Oh, Gott sei Dank. Aber in Ordnung, jetzt haben wir mehrere Ausweise zwischen mehreren Teleportmöglichkeiten. Weil ich dachte erst, sie bringen uns an den Anfang zurück, aber tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber dann würde ich mal sagen, gehen wir auf diesen Teleporter hier und mal schauen, wo dieser uns hinbringt. Und wo sind wir nun? Wir sind irgendwo unten gelandet, aber wo? Where the fuck I am? Und Alter, das ist ein Typ. Ich hoffe, er ist sozial und nicht so einer, der uns einfach so angreift. Ich hoffe mal aufs Beste. Hallo? Ich frage mich, ob dies das Ende der Silph Company ist. Warum? Haben die etwa die Chefetage sogar übernommen? Weil das wäre überhaupt nicht gut. Und hier ist noch ein Rocket-Trüppel. Hey, was, what's up? Was geht? Ich bin eine der drei berüchtigen vier Rocket-Schwestern. Warte mal, es gibt drei berüchtigte vier Rocket-Schwestern? Oder hat sie gesagt, eine der berüchtigten vier Rocket-Schwestern? Weil ich habe gerade irgendwas mit drei im Kopf und das würde halt echt überhaupt keinen Sinn ergeben, ne? Das ist ohne Witz. Also, irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Aber naja, würde ich mal sagen, gehen wir raus auf Martin. Weil Martin tatsächlich ziemlich gut gegen Slime agieren kann, weil erstens, es kann nicht vergiftet werden. Und noch eine Vergiftung aus Slime möchte ich gerne vermeiden, weil ich wette mit euch, das Ding droppt jetzt einfach ein Toxin. Und da kommt ein Kreideschein, der zum Glück daneben geht, was eigentlich auch ziemlich gut ist. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir einen Donnerblitz raus. Ist zwar kein Stab, aber dafür spezial. Also speziell. Martin ist ja mehr auf speziell ausgelegt. Und natürlich kriegen wir da gleich die Paare hinterhergeworfen. Und dann kommt Schlammbart. Eieiei. Wird aber zum Glück resistet und Martin steckt das halt echt locker easy weg. Aber auf jeden Fall möchte ich ja Martin mehr in die spezielle Richtung lenken. Hat eigentlich auch einen ziemlich guten Spezialangriff. Und deswegen habe ich ihn einfach mal Donnerblitz beigebracht. Für solche Fälle auch, dass es halt einfach sowas locker easy wegbatzen kann. Und Donnerbiss ist an sich eine wirklich sehr gute und solide Attacke. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und als nächstes kommt ein Smogon. Und dieses Smogon, würde ich mal sagen, batzen wir auch einfach mit Martin weg, weil Spezialverteidigung von Smogon ist scheiße as fuck. Es kann uns nicht vergiften. Und was möchte uns Smogon tun? Also viel kann es uns nicht anhaben. Also, Donnerbiss raus. Man sieht, der Schaden ist insane. Und da kommt gleich der Clash-Smog hinterher. Der uns eigentlich, ja, alle Statusveränderungen von uns sind jetzt aufgehoben, was eigentlich gar nicht mal so schlimm ist, weil wir hatten eh keinen Boost oder so. Hätten wir jetzt eine Senkung gehabt, wäre es sogar noch besser gewesen. Hätte ihr keine Scheiße getroffen. Also, ja, Smogon down. Martin hat geregelt. Kann man nicht anders sagen. Martin hat einfach geregelt, mein Boy. Schwestern, bitte bestraft mich nicht. Inwiefern wollt ihr euch bestrafen? Wenn das mehr so in die sexuelle Richtung geht, ne? Kann ich dann dabei sein? Ich bin gerne dabei. Aber okay, wir lassen wir das lieber. Das ist hier nicht kinderfreundlich. Okay. Und hier haben wir eine Sekretärin noch. Und hier ist noch ein eingesperrtes Member und alalalalololol. Hier ist sau viel. Und hier haben wir noch so anscheinend so einen verrückten Wissenschaftler. Und yo, wartet mal. Dachtest du etwa, ich arbeite für die Safe Company? Bliatsch. Ja. Und zum anderen, das Bild dort vorne. War das etwa der Zinnturm? Aus Gold und Silber. Es sah halt wirklich ziemlich stark danach aus, oder ne? Oder nicht? Da bin ich jetzt gespannt, wenn ich mir das Bild dann mal genauer anschaue. Aber okay. Würde ich mal sagen, gehen wir auf Martin. Weil Martin macht einfach hier einen soliden Job. Kann einfach alles wegbatzen. Und dann sehen wir uns in den Weg stellt, wie bereits gesagt. Und hat hier einfach das leichteste Spiel von allen. Tatsächlich überlege ich, ob ich Martin ab Level 40 entwickle. Und genauso wie Spy ab Level 40 entwickle zur Endphase. Da bin ich immer noch ein bisschen hin und her schwanken, weil ich den beiden quasi ihre Entwicklung gebe. Das kann ich jederzeit machen. Also bei, ja, bei Martin zumindest. Weil Martin einfach nur den Mondstein braucht. Und ich habe einen Mondstein. Und damit kann ich es jederzeit entwickeln, wann immer ich möchte. Aber allerdings würde ich ja gerne noch warten, bis wir eine Bodenattacke oder so zur Verfügung kriegen. Aber wenn ich zu lange warte, kriegt es vielleicht gar keine mehr. Und da bin ich halt noch ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Und noch Level 37 von Martin. Nice! Nehme ich auch noch lieben gerne mit. Dankeschön. Und diese Attacke Matschbombe als Beispiel, wo ich auch Martin unbedingt beibringen möchte, hat er halt auch noch nicht erlernt. Was mich halt auch noch ein bisschen stört. Da gehe ich mal an der Stelle auf Frankie, weil Frankie hat die Kampfattacken, Magneton ist Stahl. Es kann nichts gegen Frankie ausrichten oder es kann schon was gegen Frankie ausrichten, aber Frankie hat halt ein ziemlich gutes Matchup gegen erst. Und das ist tatsächlich auf Level 35. Wow. Aber okay, würde ich mal sagen, Sprungkick. Und es trifft sogar und geht nicht daneben und batzt dieses Ding aus dem Leben mit einem Volltreffer. Ja, läuft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Volltreffer haben wir in diesem Part schon gelandet? Hat die
wenn irgendjemand den Part schaut oder mal wirklich mal Lust hat, könnt ihr bitte mal die Volltreffer zählen? Das ist echt ein bisschen krank, was wir hier machen. Und hier haben wir noch eine Fläschchen AP+, was ich auch lieben gerne mitgehen lasse. Dankeschön. Aber, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dort weiter nach oben und besiegen diesen Rocketrüpel und kommen zur Sekretärin, weil die würde ich gerne auch noch erreichen in diesem Part. Oha, ich habe einen kleinen Schnüffler entdeckt. Und ich habe ein komisches Rocket-Team-Mitglied entdeckt, was hier eigentlich nicht reingehört. Also, verzieh dich. Du hast hier nichts verloren, mein Freund. Und er setzt tatsächlich ein Zubat ein. Oh mein Gott, wie süß. Mein Gott, verdammt, ist deine süße Zubat. Schaut es euch an. Hier ist er sich putzig. Okay. Dieses Zubat ist tatsächlich auch auf Level 33. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir nicht auf Martin, sogar tatsächlich mal auf Daniel raus. Bei Daniel, würde ich mal sagen, hätte es auch mal wieder seinen Auftritt so hier quasi verdient. Also Daniel, leg los, mein kleiner Freund. Und mach dieses Zubat mal die Hölle heiß. Und da kommt tatsächlich der Blutsauger, der nicht so viel Schaden macht zum Glück. Also, raus mit dem Donnerblitz und bast das Ding aus dem Leben. Und tschüss. Gut gemacht, Daniel. Weiter so. Und dieser komische Kopf, der sich immer wieder bewegt, sieht echt immer noch verdammt gruselig aus. Nur so mal zur Anmerkung, ne? Also, wirklich. Hilfe, das sieht gruselig aus. Es fuck. Aber Level 37 ist dagegen nicht gruselig. Und er lernt eine neue Attacke? Nein? Schade. Aber Frank ist Level 31. Nice. Nice, nice, nice. Alle werden ein bisschen gelevelt. Und haut er noch ein Golbat raus, dann würde ich sagen, hauen wir auch einfach einen Donnerblitz rein, weil was man möchte, ist gegen den Donnerblitz tun. Golbat ist absolut ein Nachteil gegen uns. Donnerblitz batzt das Ding weg ohne Ende. Also würde ich mal sagen, gute Nacht mit dir, Golbat. Also wirklich, gute Nacht. Und sag auf nimmer Wiedersehen. Yay! Dann auch nochmal ein paar IP für alle. Und das war's mit dem Kampf. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu einer Rocketrüpe noch. Oder ist es überhaupt eine Rocketrüpe? Nein, das sind sogar Member. Unser Präsident ist oben im 10. Stock. Ich mache mir solche Sorgen. Hoffentlich ist er in Sicherheit. Okay. Hey du, hier ist es sehr gefährlich. Du bist hier, um uns zu helfen? Das führt doch nichts. Ach komm, vertrau doch einfach mal einen 10-jährigen Jungen, der einfach so random in euer Gebäude gekommen ist, um euch zu retten. Das funktioniert immer. Ne? Wer kennt es nicht? Aber Leute, ich würde tatsächlich sagen, ich beende an der Stelle den Part, bevor er zu lange wird. Also lasst einen Like, einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Let's Go Pikachu. Wenn wir weiter hier vordringen und Alter, ja schon wieder das Symptombild, lell. Und was ist das für ein Bild? Die Sperrsäule? Alter, what the fuck? Das ist alles voller Easter Eggs. Ja moin. Aber okay. Dann nehmen wir dieses Item hier noch mit, was eine X-Kapsel ist, und sage an der Stelle, bis dann, Leute. Und schaltet ein, wenn wir weiter in der Silph Company Team Rocket den Hintern versäulen. Bis dann.